So, willkommen zurück bei Let's Play Bacon Kaitos, da es im letzten Part ja viel, viel Story gibt. Hoffe ich doch mal, oder gab. Hey, was ist da los? Hoffe ich doch mal, dass es in diesem Part schön weitergeht und ich höre Geräusche. Oh, wow, wow. Oh je. Was war das? Schnell hin und gucken, weiß ja nicht. Nicht, dass du hier und so. Wow, ein Riesen. Hoi. Graham, Leon! Oh mein Gott, das Vieh ist riesig und hey, die hat auch Flügel. Bam! Epischer Auftritt! Here it comes. Und los geht's! Oh, oh, geile Mucke! Oh, ich kann sie steuern. Eins und... Moment, tänzelndes Licht. Oh, das ist so eine Ulti. Nicht schlecht. Minus 80%, das heißt, er ist stinksresistent, feuerresistent. Ich muss sagen, die macht ganz schön viel Schaden, ey, im Gegensatz zu mir. Oh, und der blockt. 10 Schaden, oder? 14. Ne? Geiler, epischer Soundtrack. 1, 2, 1, 2. Oh, da ist noch was. Zack. Okay, 3 Schaden. Wow. Und ich mache die 1 und die 2, da das Viech Feuer ist. Und Wasser sollte sehr effektiv sein, hoffe ich doch mal. 2 Aqua Bursts mit 60 Schaden. Oh ja, plus 80% Schaden durch Wasser. Zack. Und grüne Bananen. Gut. 24 Schaden. Also ich mache echt verdammt wenig Schaden im Gegensatz zu der Frau hier. Das lassen wir alles. Ja. 8 Schaden. 1 und gelbe Bananen heilen. Das wollen wir natürlich nicht, dass wir den heilen. Zack. 44 Damage. Alter, macht hier einen Schaden. Wow. Ich spekuliere einfach mal drauf, dass er mich angreift. Wow. Okay, und noch eins Verteidigung und 3 Verteidigung. 5. Ich nehme die mit 3. Oh, und der macht seine Ulti. Bluthagel. Wow. 9 Schaden. Schon übergeil. Okay, dann Licht und Wasser. Bam! Das war's mit dem fetten Viech. 42 Schaden, die haut ordentlich rein, die Frau. Wow. Sorry, I had to beat you to a pulp. Zack. Ich bekomme auf jeden Fall blauer Orkan für Kallus. Ah ja, das heißt, ab da steht's Abschlusszug. Sehr schön. Das nehme ich gerne mit. Not bad. These fangs fetch a handsome price these days. Der denkt nur daran. Da hinten sind die tot. Hallo? Graham Leon. My, oh my. Look at what we have here. A load of fresh Magnus. Alter. These could come in handy. Raubt er die einfach aus? What the fuck? Their things? They're my friends, you know. Tot. Tote Freunde. They were your friends. This won't be doing them much good now. Wie fies der ist. We gotta do what we can to survive, right? Ja. After all, I don't hear them complain. Besides, I'm not stripping them bare. I'll only take what I need. Catch. Krieg schon was. You
Graham's pendant. Leon's bracelet. You want me to give these items to their families to help them remember? Das habe ich nie gesagt. You know, I... Maybe I... That's your share of the loot. Enough to shut you up, I hope. What the fuck, wie fies der ist. What? How could you be so... I won't accept goods stolen from my friends. How insulting to the dead. Hey, wait, don't go... Ja. Und jetzt, klasse, heißt, ich soll nicht gehen. Toll. Gerne geschehen. I'm glad you came when you did. Shella. Was ein hübscher Name. I didn't fight that thing to save you, Shella. A saber dragon's fangs will fetch me a juicy sum. End of story. Bist du echt so fies? You're from Mira. The City of Illusion, How could you tell? Because you have a guardian spirit with you. I knew as soon as I saw it said that only the people of Mira can summon guardian spirits to this world. You seem to know a lot about guardian spirits. Okay. In ancient times, at the threshold between this world and the souls from both worlds would meet, their fates entwined. The visiting soul would become a guardian spirit. Yet this wäre dann wohl ich. Able to hear a spirit's voice, and those bonded with a guardian spirit would receive great knowledge and power. But I'm surprised. Wieso? I thought that was just a legend. Ach, hallo. Some old tale passed around in fireside chats. Well, there's no way of telling if someone really has a guardian. I wouldn't blame anyone if they thought we were just hallucinating or something. Ich glaube nicht, dass du halluzinierst. So sieht's aus. Hier bin ich. Was that voice? I thought I heard a faint voice in my mind. Oh. Hallo. Hallo, hallo, hallo. You heard his voice? I did. Just okay. So your name is I'm Freut mich, Stella. Danke. Mir ist auch ein Vergnügen. Your voice tickles me. It feels strange. Wo kitzelt die dich? Hey, ever since I woke up at that village, I've been acting kind of funny. Ich? Mich seltsam? Nein. And that reminds me. Doc Larrykush was worried about amnesia. Like I'd hit my head or something. Don't tell me you've lost your memory. Bevor heute, nicht. What? No way. You've gotta be kidding me. Nein, ich weiß wirklich nicht, was passiert ist. Oh. Let's talk about this later. Jawohl. It doesn't look like a nice place to chat. So sieht's aus. I figure you'll remember soon. Hey, Callus. I have to go to the ancient ruins deep in ich the auch. Forest. Da muss ich What auch hin. About you two? Oh, ich sag mal aufs Klo. If you don't mind. Ja. Before we leave, natürlich lasse ich dir mal mehr Zeit, deine Freunde zu begraben. Ich habe nur keine Schaufel. Though it pains me to leave you here. My mission, Graham. Leon.
cast light upon the darkened earth. Save those lost in despair, O mighty ocean. Guide us as we journey through. Aha. Das würde ich gern meiner Kirche beten. Und nicht hier Vater Unser oder so. Obwohl ich ja eh nicht so der tolle Kirchengänger bin, eigentlich gar nicht. So, Shella. Und nun? Krieg ich einen Kuss? What were you? Callous. Ja. Shella ist jetzt im Team. Jawohl. So sieht's aus. Eine Frau an der Seite. Dann kann's mal weitergehen. Gut. Also, erstmal kannst du zwischen den Charakteren, indem du C-Stick nach oben und unten bewegst. Okay. Da würde ich gerne erstmal nach den Karten gucken, weil ich ja ein bisschen was bekommen habe. Mit R kann ich rüber. Gut. Was kann ich raustun? Moment, ich habe. Das hier macht mehr Schaden als das. Ja. Dann tun wir mal. Die 1 lassen wir drin. Tun wir eine 8 raus. Habe ich eine 8 irgendwo? Nee, die 6. Und dafür die 8 rein. Dann tun wir eine 4 raus, obwohl das ein starker Angriff ist. 2 haben wir genug, tun die 4 dafür rein. Okay. Bei ihr lassen wir eigentlich alles so, wie es ist. Erstmal. Gut. Wunderschön. Gut, dann weiterlaufen nach dieser, ja, gefühlte 3 Stunden Story. Okay, da hinten ist eine Truhe. Flammenschwert, das tun wir gleich mal rein. Und da bin ich in den Kampf geraten. Gut, 1 und 8. Naja, ist irgendwie nicht so wirklich die schönste Kombo oder so, aber tot ist tot. Alter, macht ihn Schaden, Alter. Alter, echt. Meiner macht jetzt nur wahrscheinlich wieder 18 Schaden, so wie vorher. Sonst kaum immer 16, wow. Ich glaube, der wird immer schwächer. So. Gegner tot. Und ein Schwert. So, jetzt muss ich erstmal hier dem das Schwert geben, Alter. Ohne Scheiß. Eine 6. Und eine 4. Na, tun wir die 3 raus. Was soll's. Zack. Zack. Noch was. Nope, 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 nope. Was ist das? Das Bild von dem Viech? Okay. Okay, alles klar. Geht's hier lang? Nö. Sackgasse, dann oben lang. Hallo, Fledermaus. Du bist gar nicht wirklich im Weg oder so. Oh, das wollte ich eigentlich. Alter, heile ich den Gegner, bin ich eigentlich bescheuert. Der Block des Heilen. Alter. 32 Heilung. Toll. 4 und 8. In dein Gesicht, Arschloch. So. Natürlich ist er nicht tot. Nein. Zack, zack. Wenn ich Glück habe, 0 Schaden. 2 Feuerschaden, okay. Und ich möchte nicht verteidigen. 0 Schaden. Alter, könnt ihr mal aufhören? Gut. Jetzt aber. Das Ziel habe ich schon. Nimm mal dieses mit dem tänzelnden Licht in der Straight. Das klingt, glaube ich, ganz gut. Bam! Alter, 57 Schaden. Komm, das ist Top-Stuhl. Top mal die 57 Schaden. Und der Block, natürlich. Schick. Oh wow, 55, obwohl er geblockt hat. Okay, doch. Wow. Oh, ich würde gerne ein Bild von dem machen, wenn ich ehrlich bin. Kann ich irgendwie. Ich wollte den C-Knopf wechseln. Ah, das ist ja umgebracht. Wow. Hat sie es umgebracht. Okay. So passt wohl eher. Noch ein kleines Messer. Gut. Ohne Truhe. Wenn die ich gern ran möchte. Ohne Gegner zu kämpfen. Okay. Come on. Die ganze Zeit kämpfen. Ja, ja.
6 und 7. Fox 1. Ah, Fox gibt 5% Schaden. Okay. Jetzt nicht so der Burner. Und 24 Schaden und der ist tot. Wow. Blocken. Warte nur, wenn ich dran komme. Kann ich jetzt irgendwie. Ich kann nicht wechseln, ja. Schade. Machen wir 1 und 2. Dann müsste der ganz schön alt aussehen. Goodbye, 44 Schaden. Wow. Fangspunkte 10, Eisrüstung nehme ich auch gern mit. Dann schauen wir mal, was haben wir denn hier drin? Feuerlanze. Okay. Moment, an die komme ich nicht ran. Wahrscheinlich komme ich von hier aus ran. Let's get it on. Einer. Ach komm. Hau man einfach weg. Und auch tot. 33 Schaden ist eigentlich Overkill fast schon. Gut. Dann speichern. Fortschritt speichern. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Baiten Kaitos. Bis dann.